Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Dips und heute geht's weiter mit unserer BVB-Trainerkarriere. Das Spiel gegen Stuttgart steht an. Werfen wir vielleicht mal ganz kurz einen Blick in die Tabelle. Wir sind aktuell auf Platz 5 mit 6 Punkten und Stuttgart mit 9 Punkten auf Platz 1. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein relativ schweres Spiel. Und wenn man sich mal unsere Historie anguckt, wir haben 4 Spiele gemacht, wir haben einen Sieg und 3 Unentschieden. Und ich muss sagen, das passt mir irgendwie gar nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir fangen uns zu oft Gegentore in den letzten Minuten irgendwie. Wir gehen oft in Führung und bringen unsere Führung dann nicht über die Zeit. Und ich denke, es ist Zeit an der Taktik vielleicht mal ein bisschen was zu drehen. Vielleicht ist meine Taktik doch nicht so das Gelbe vom Ei. Und ich denke, wir werden hier mal einfach mal das 4-3-3 ein bisschen abändern. Vielleicht mal ein anderes 4-3-3 ausprobieren. Wie gesagt, 4-3-3 ist ja meine Lieblingsformation an sich. Und ich würde ganz gerne mal das hier ausprobieren. Ich würde ganz gerne mal, das System ist ja das relativ nah an dem angelegt, was Barcelona spielt, denke ich. Mit einer hängenden Spitze, was ja normalerweise der Messi ist. Das ist unser aktuelles System. Und das hier gibt es auch noch. Das wollte ich allerdings nicht spielen. Ich will das hier mal ausprobieren. Mit der hängenden Spitze. Da haben wir natürlich das Problem, dass wir keine wirkliche hängende Spitze haben, ne? Habe ich mir so gedacht. Allerdings habe ich hier, bin ich mal meine ganzen Spieler so durchgegangen und habe gesehen, dass der Kagawa zum Beispiel hängende Spitze spielen kann, theoretisch. Und das würde ich ganz gerne mal ausprobieren. Ich würde ihn mal ganz gerne einfach auf die Position packen. Den Immobile nehmen wir raus. Wir spielen natürlich dann ohne wirklich einen echten Stürmer, ne? Das ist so ein bisschen vielleicht das Problem. Müssen wir mal schauen. Und dann müssen wir das Mittelfeld natürlich noch einstellen. Ich würde ganz gerne den Thielemans und den Gündogan im Mittelfeld mal spielen lassen. Beide zusammen haben relativ gute Passwerte. Dann, wie gesagt, den Kagawa als hängende Spitze. Reus auf der linken Stürmerposition, sag ich mal. Linken Flügel. Sterling auf dem rechten. Probieren wir einfach mal Aubameyang. Behalten wir uns mal auf der Ersatzbank. Der hat ja in letzter Zeit richtig gute Spiele gemacht. Und ist auch unser Top-Stürmer aktuell. Und wenn das nicht klappt, dann werde ich auf jeden Fall den Aubameyang als Stürmer quasi... Also den habe ich auf jeden Fall auf dem Zettel, dass der... der Stammstürmer sozusagen wird. Schauen wir mal, wen wir hier vielleicht noch mitnehmen. Hier habe ich gesehen, der Junge könnte das auch spielen. Der könnte auch hängende Spitze spielen. Vielleicht ist das sogar ein Mann für die Zukunft. Müssen wir mal gucken. Vielleicht nehmen wir den auch mal mit. Ich weiß es gar nicht, für wen. Wir haben 2 Stürmer aktuell. Ramos ist natürlich kopfballstark, aber würde in das System wahrscheinlich dann nicht ganz so gut passen. Schauen wir mal. So sieht das doch eigentlich ganz gut aus. Den Bender würde ich ganz gerne noch mitnehmen als... Würde ich den ganz gerne mitnehmen. Frage ist, für wen? Haben wir... Sokrates könnte rechts spielen. Links hätten wir keinen, wenn wir Großkreuz zu Hause lassen, richtig? Aubameyang ist auch ein bisschen angeschlagen, ne? Der ist nicht ganz fit. Vielleicht lassen wir Aubameyang mal... gönnen wir dem mal eine Pause, diese Runde, würde ich sagen. Das können wir eigentlich ganz gut mal machen. Reus ist auch ein bisschen angeschlagen. Der braucht demnächst wahrscheinlich auch mal eine Pause. Khedira ebenfalls. Von daher ist es ganz gut, dass wir Bender vielleicht mal mitnehmen. Vielleicht wechseln wir Khedira dann später mal aus. Schauen wir nochmal hier ganz kurz auf die Rollen. Das bleibt alles so. Anweisungen, genau. Hier hatten wir ein bisschen was verstellt. Schauen wir da mal rein. Defensive Unterstützung. Ich denke, ich lasse das mal alles wieder auf Standard. Ausgewogene Flankenläufe. Hatte das wieder zurückgesetzt. Hier hatte ich ja irgendwann mal in die Mitte ziehen eingestellt. Da will ich mal von abweichen. Wieder. Also das will ich mal wieder abändern. Ich will das mal so lassen, dass die das von alleine machen. Das gefällt mir, glaube ich, besser. Dann, was geben wir Kagawa für Anweisungen? Defensivunterstützung, Abwehrkette unter Druck setzen, Passwege zustellen. Grundlegende Defensivunterstützung. Was haben wir hier noch? Nach außen ziehen, zentral orientieren. Okay, das lassen wir auch so. Kann er machen, wie er will. Abwehr überlaufen, Anspielstation. Finde ich eigentlich ganz cool. Das können wir eigentlich mal machen. Probieren wir das mal aus. Oder... Ausgewogen ist eigentlich wahrscheinlich immer das Beste, oder? Mehr gibt es hier nicht als Option. Schauen wir hier nochmal bei Khedira. Da müssen wir natürlich noch einiges einstellen. Passwege zustellen. Das würde ich hier ganz gerne mal machen. Und wieso gehe ich denn eigentlich immer wieder raus? Ich verstehe es nicht. Und hier machen wir... Genau, bei Angriffen hinten bleiben. Das bleibt wie gehabt. Und der Gündogan. Lassen wir einfach mal erstmal alles auf Standard, würde ich sagen. Position halten. Ausgewogene Flankenläufe. Ausgewogene Angriffe. Ja, das lassen wir mal so. Hinten bleiben bei Angriffen, das ist gut. Ausgewogener Angriff, bei denen könnte man im Übrigen auch mal überlegen, ob man stets überlaufen, das ist natürlich auch interessant, denn hinterlaufen sind immer die Flügelstürmer. Ist eine sehr offensive Variante. Hinten bleiben bei Angriffen wäre die defensive Variante. Wir machen mal ausgewogen. Ausgewogen ist wahrscheinlich so das Beste, brauchen wir nicht so viel ändern. Und da müssen wir hier mal reingehen. Hier würde ich ganz gerne mal ein bisschen was abändern.
Wir schauen mal hier rein. Ballbesitz ist das, was ich ja ungefähr ganz gerne spielen möchte. Die Überlegung wäre vielleicht auch, ja, einfach diese Standardtaktik zu benutzen. Aber da sind wir natürlich nicht so flexibel. Vielleicht wollen wir auch so ein paar Sachen noch anpassen. Vielleicht orientieren wir uns da ein bisschen dran und machen das hier einfach mal so. Ich denke, wir müssen hier auf jeden Fall ein bisschen langsamer spielen, dass wir mehr Ballbesitz bekommen. Ich gehe mal auf 33 und hier kurzes Passspiel ist natürlich wichtig. Lassen wir mal auf 20, ist halt in der Standardtaktik auch so eingestellt, geordnet. Die Bewegungsfreiheit des Teams im ersten Drittel des Spielfeldes. Das habe ich normalerweise immer eingestellt. Ich glaube, ich probiere einfach mal freie Wahl aus. Weil, wenn man hier schaut, hier ist auch freie Wahl eingestellt. Vielleicht hat das einen Sinn. Wir werden es einfach mal ausprobieren, würde ich sagen. Ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Mit der Taktik gehen wir jetzt hier mal ran. Wir machen mal ein bisschen sichereres Passspiel. Dann Flankenläufe. Wir wollen eigentlich ein Kurzpassspiel zum Erfolg kommen. Von daher machen wir wenige Flanken. Und Schussverhalten. Ja, Schussverhalten können wir eigentlich, machen wir vielleicht auch mal ein bisschen weniger. Denn ich möchte mich ganz gerne, wie gesagt, zum Tor durchkombinieren. Das ist so mein Stil, den ich ganz gerne mal versuchen will umzusetzen mit Dortmund. Und wenn wir den Ball verlieren, möchte ich ganz gerne, dass wir den Ball schnell zurückgewinnen. Von daher gehen wir auf hohen Druck, sprich wir gehen die Gegner früh an. Legt fest, ab welchem Punkt das Team anfängt zu verteidigen. Genau, wir fangen früh an zu verteidigen, damit wir schnell wieder in Ballbesitz kommen. Dann werden wir auf Pressing gehen. Wir werden nicht doppeln. Doppeln wäre ab 67, machen wir vielleicht ja so 60. Würde ich vielleicht ganz gut finden. Verschieben. Bestimmt, wie weit sich das Team Richtung Ball verschiebt. Da machen wir vielleicht mal ein bisschen mehr, dass wir mehr auf den ballführenden Spieler gehen. Machen wir vielleicht mal 65 und hier lassen wir das Abschirmen drin, denn das andere wäre Abseitsfalle. Und ich glaube, Abschirmen ist einfach besser. So lassen wir jetzt mal die Taktik. Probieren wir mal, ob das so vielleicht klappt. Schauen wir nochmal ganz kurz, haben wir hier jetzt soweit alles aufgestellt. Hummels ist auch schon ganz schön ausgepowert, ne? Sokratis, vielleicht lassen wir mal Subotic wieder mal eine Runde spielen. In der Partie und dann, ja, wir spielen gegen Tabellenführenden. Ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir wirklich mit der A11, sag ich mal, mit den besten Spielern, die wir so haben, auflaufen. Ist die Frage Thielemanns. Ich möchte ganz gerne, dass der sich gut entwickelt, ne? Von daher, glaube ich, lasse ich den einfach mal jetzt spielen, immer von Anfang an. Und wechsle den dann gegebenenfalls aus, falls es irgendwie nicht läuft mit dem. Und müssen wir noch was machen? Tabelle haben wir geschaut. Dann würde ich sagen, starten wir einfach mal rein jetzt. Ja, wir spielen in Gelb, die Stuttgarter in Weiß. Ich bin gespannt, ob das klappt mit Kagawa. Habe ich so noch nie ausprobiert. Das ist quasi das Debüt für mich hier. Mit dieser Formation. Man könnte sogar überlegen, ob man Reus vielleicht da sogar in die Mitte stellt. Ne? Das wäre vielleicht auch ganz interessant mal. Könnte man vielleicht auch mal machen. Hat ja auch 4 Sterne schwacher Fuß, glaube ich. Ist recht flott. Könnte man ausprobieren. Glaube ich auch ganz gute Passwerte. Im Idealfall hat man da natürlich immer einen Stürmer, denke ich, der das auch vernünftig spielen kann. Aber den haben wir halt nicht. Aktuell zumindest nicht. Müssen wir dann in Zukunft mal schauen. Ich glaube, es gibt auch gar nicht so viele Leute, die das auf dem Markt wirklich gut können. Der Einzige, der mir einfällt, ist natürlich der Messi. Der kann das natürlich, der hat das natürlich fast perfektioniert. Diese falsche 9 nennt man das ja. Diesen zurückgezogene Spitze da. So, und jetzt schauen wir mal, was hier im Spiel so passiert. Eckball. Hummels hat da zur Ecke geklärt. Und jetzt müssen wir den natürlich hier abfangen. Da vorne bietet sich einer an. Er spielt ihn auch kurz. Und Weidenfeller hat ihn. Gut gemacht. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das Spiel hier vernünftig aufgebaut kriegen. Um den Ball zu verlieren. Die stehen relativ offensiv, habe ich das Gefühl. Stuttgarter. Noch Platz 1. Wollen wir wahrscheinlich das Spiel machen. Das ist wahrscheinlich deren Herangehensweise ans Spiel. Wir versuchen es mal mit sicheren Pässen. Und verlieren dann natürlich gleich schon den Ball. Das ist natürlich nicht so gut. Versuchen den schnell zurück zu erobern mit Subotic da. Da gibt es die erste gelbe Karte für Stuttgart. Nach diesem rüden Einsteigen von Ginczek. Hummels wird den Freistoß machen. Wir machen ihn kurz. Und jetzt heißt es hier, versuchen gut zu kombinieren. Nochmal zurücklegen. Über den Flügel, Piszczek, wird da hart angegangen. Wie gesagt, die scheinen relativ hartes Pressing zu spielen hier. Müssen wir mal gucken, ob wir da taktisch vielleicht dann irgendwie noch drauf eingehen können. Ich lege ihn mal da in die Mitte. Kommen wir da noch ran? Nee, kommen wir nicht ran. Ball ist weg, Rausch jetzt am Ball. Wieder Rausch und wir stehen relativ weit vorne, relativ offensiv. Das wollten wir auch so.
ist natürlich wichtig, dass wir schnell wieder im Ballbesitz kommen. Kedira ist da. Allerdings mit dem Foul auch. Tielemans vielleicht mal zurück hier. Kedira wieder drauf. Und jetzt habe ich meine Abwehr schon wieder auseinandergezogen. Passiert mir in letzter Zeit relativ häufig. Ich weiß auch nicht wieso. Muss mich da mal mehr darauf konzentrieren, dass ich das wieder ein bisschen besser hinbekomme. Also jetzt schauen, dass wir hier gut stehen. Keine Anspielstation zulassen. Hummels mit dem Kopfball klärt. Bin noch nicht so sicher, ob das hier funktioniert. Wie gesagt, wir haben schon wieder nicht ganz so viele Spielanteile und da ist das 1:0 für Stuttgart. Gentner hat es gemacht. Ist die Frage, ob dieses Flügelspiel überhaupt wirklich zum Erfolg führt. Ne? Also so langsam fange ich ein bisschen an zu zweifeln. Weil halt, wie gesagt, die letzten Ergebnisse waren nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich versuche es mal hier jetzt schnell auf Piszczek. Da schön hinterläuft. Jetzt Kagawa. Zieht man nach innen. Ich schieße einfach mal. Und ja, der Ausgleich, da ist er. Großartig. Da hat Kagawa funktioniert. Hat sein erstes Tor gemacht. Erstes Bundesliga-Tor müsste es gewesen sein. Freut sich da natürlich zurecht. Jetzt hat es mal geklappt mit dem Kombinieren. Warum auch nicht? Schnell den Ausgleich erzielt. Das ist natürlich wichtig, dass wir uns hier im Spiel halten. Sieht man es nochmal. Zieht schön nach innen und schließt dann ab mit dem linken. Weiß gar nicht, ob es ein starker Fuß ist. Wäre natürlich wichtig zu wissen, ne? Vielleicht schauen wir mal rein. Ich bin mir da echt nicht sicher. Rechts ist ein starker. Okay, dann hat er, aber er hat vier Sterne schwacher Fuß. Das heißt, er kann auch mit links ganz gut. Dann sind wir da auf jeden Fall mal auf der sicheren Seite. Wissen wir, womit wir vorzugsweise abschließen sollten, nämlich mit dem rechten bei Kagawa. So, Kedira ist da, legt ihn zurück. Jetzt heißt es Abseits, oder? Oder was? Foulspiel? Foulspiel. Würde ich mal tippen. Jetzt wieder schön kombinieren. Tielemans nochmal zurückgelegt. Jetzt wieder draufgehen. Versuchen den Ball zurückzugewinnen, so schnell wie es geht. Und jetzt kombinieren sie schön da über die Flügel. Legen ihn zurück. Und die machen die Räume echt eng. Das ist echt schwer hier durchzukommen mit ein paar Spiel. Und da hat er den Ball wieder abgefangen. Glaube ich, zu Recht auf Platz 1, habe ich irgendwie so das Gefühl. Spielt auf jeden Fall guten Fußball. Schwer da durchzukommen. Gute Defensivarbeit hier. Reus jetzt mal am Ball. Gava bietet sich an. Schön. Gibt ihn weiter ab auf Gündogan. Gündogan wird von den Beinen geholt, aber Ball gespielt. Kein Foul also. Und jetzt habe ich meinen den Schmelzer da so ein bisschen weit rausgezogen. Ist jetzt ein bisschen blöde. Heißt es gut stehen. Nicht vorbeikommen lassen und im richtigen Moment tackeln. Das hat geklappt. Oh, und da rennt er mir sofort wieder in die Beine. Und gewinnt den Ball. Ärgerlich. Oh. Das könnte gefährlich werden. Tielemans jetzt. Muss da klären. Und Piszczek macht's. Piszczek klärt zur Ecke. Eckball für Stuttgart jetzt also. Schauen wir mal, was sie draus machen. Ich hoffe, nichts Gutes. Können wir klären. Ah, kommen wir nicht hin. Jetzt Piszczek wieder. Nee, kommt auch nicht hin. Sterling mit der Grätsche. Grätscht vorbei. Nicht zum Schuss kommen lassen. Schön gemacht von Kedira. Schön geklärt. Und oh, da kommen sie doch noch zum Schuss per Volley. Wer war es dann? Hanik? War es Hanik? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, Hanik macht die Ecke jetzt. Ja, genau. Die 24 war es, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, wer es ist. Mich bei Stuttgart nicht ganz so gut aus. Ah, da sind sie nach innen gezogen. Wir haben vorne keinen. Doch, Kagawa ist da. Den ab auf Reus. Jetzt vielleicht mal schnell machen das Spiel. Kagawa schicken. Kagawa mitnehmen. Unten auf dem Flügel ist Tielemans. Nochmal ablegen. Nee, schlechter Pass hier von Tielemans. Schon relativ ausgepowert. Ich frage mich, wieso. So viel hat er doch noch gar nicht gemacht, oder? Ist vielleicht mit Sterling die Flanke. Nochmal Einwurf. Wird geklärt. Keine Anspielstation so richtig gerade. Jetzt Tielemans. Und Kagawa mit dem Kopf. Und Ulreich ist da. Glücklich. Ecke von Reus. Kopf
Kopfball von Khedira. Schöner Kopfball. Und an die Latte. Oh, haben wir den? Den haben wir. Gut, schlechter Abstoß quasi von Stuttgart. Khedira. Oh, den habe ich irgendwie geahnt, dass ich den verliere. Ich stehe da relativ eng am Mann. Das ist echt schwer, da irgendwie so ein Mittel gegen zu finden. Khedira muss da jetzt aushelfen. Unten ist viel Raum. Da müssen wir jetzt aufpassen. Da stelle ich mich am besten mal so ein bisschen rein. Genau, da ist er. Und Khedira ist da und Khedira klärt. Großartig. Abseits. Gleiches Halbzeit. 1:1 steht. Da ist noch alles drin. Oh, und der ist schon wieder da. Das ist echt krass, wie die Passwege zustellen. Das machen sie echt saugut. Haben sie schon wieder im Ballbesitz. Khedira ist da. Jetzt drauf. Nee, legt ihn zurück. Aufpassen, dass er jetzt nicht die Schnittstelle findet, da zum entscheidenden Pass zu kommen. Hummels, geh mal drauf da. Jetzt, mit der Grätsche. Ist vorbei. Jetzt wird's gefährlich. Hummels ist da und... Oh, das war ganz knapp. Jetzt nochmal Ecke. Wir schwimmen hier ganz schön. Also der Rückstand wäre auf jeden Fall verdient. Schauen wir mal, was wir aus der Ecke machen. Ziehen wieder nach innen. Muss man drauf aufpassen. Und da ist der Schlusspfiff, beziehungsweise der Halbzeitpfiff. Halbzeit, also 1:1 hier. Schauen wir mal in die Statistik. Wie sieht's aus? Ja, das ist genau das, was ich eigentlich nicht will. Ich will eigentlich, dass wir Ballbesitz haben, aber irgendwie kriege ich es nicht so ganz hin. Vielleicht muss ich mein komplettes, meine Herangehensweise nochmal überdenken. Müssen wir mal schauen. Vielleicht gehen wir doch lieber auf Konter. Ich meine, die KI ist ziemlich stark irgendwie. Spielt immer auf Ballbesitz. Da ist das Content vielleicht leichter. Vielleicht lasse ich mir da mal was einfallen. Eine Alternativtaktik sozusagen. Vielleicht funktioniert das besser. Noch steht's 1:1. Schauen wir mal, wie es in der zweiten Halbzeit jetzt weitergeht. So, wir sind am Anstoß. Und Stuttgart wechselt nochmal. Schauen wir, wie sie bringen. Ginczek geht raus. Ibisevic kommt rein. Gucken, wie sie jetzt agieren. Wir müssen mal hier mit Kurzpassspiel. Erstmal so ein bisschen reinkommen hier vielleicht. Da gibt sich eine Lücke. Kagawa ist da. Legt ihn kurz auf Thielemanns. Kagawa ist nochmal da. Kriege ihn da durchgesteckt mit der Hacke. Schön gemacht. Schwab hat ihn allerdings. Kommt. Khedira kommt nicht zum Kopfball. War schlecht. Wir machen es jetzt hier mit vielen kurzen Pässen. Das ist so meine Idee. Will jetzt hier mal den Ballbesitz haben. Da kommt Khedira nochmal hin. Gut. Jetzt den Ball auf den Flügel. Da bietet sich Gündogan, das ist glaube ich, an. Kriegen wir die Flanke? Nee, ich will keine Flanke. Ich will Kurzpassspiel und damit zum Ziel kommen. Ja, das war doch schon mal gar nicht so schlecht. Foul wird angezeigt, scheinbar von uns. Khedira ist da. Komm, den hast du. Den hast du. Gib dir mal Mühe. So, Thielemanns war doch fast da. Komm, warum hast du den nicht gehabt? Warum hast du den nicht geholt? So, jetzt über die Flügel. Schmelzer. Ah, Schmelzer, schönes Tackling. Der Ball bleibt noch bei Stuttgart. Da kommt die Flanke. Kriegen wir sie rausgeholt? Ja. Hummels ist da. Guter Kopfballer. Und da kommt der Schuss. Kommt gefährlich. Zum Glück hat er ihn verzogen. War keiner mehr dran. Das heißt Abstoß. Wir machen ihn kurz. Ja, so kann man es machen. Unten müsste Schmelzer stehen. Genau. Reus legt die nochmal zurück. Jetzt durch auf Kagawa. Kagawa kommt nicht hin. Schlechter Pass hier also. Okay, ich mit Khedira zurück in die Innenverteidigung rücken. Und abwarten. Schauen, dass wir jetzt hier vielleicht den Pass abfangen. Jungs da mal drauf schicken. Genau, schönes Pressing. Und jetzt wieder über Kurzpassspiel versuchen zum Erfolg zu kommen. Durchkombinieren einmal. Geht jetzt ganz gut in der zweiten Halbzeit, habe ich das Gefühl. Und ja, da verliert Thielemanns leider den Ball. Vielleicht gleich nochmal wen anders bringen. Müssen wir mal schauen. Eine offensive Variante. Mkhitaryan wäre, glaube ich, noch auf der Bank. Jetzt draufgehen mit zwei Mann. Spielerpressing. Ah, kommt hin. Ja, gut.
Okay, da wird es jetzt eng. Da ist ein bisschen Raum. Ich lege ihn nochmal zurück. Und jetzt wieder Kurzpassspiel. Schön kombinieren jetzt. Komm, ihr könnt das doch. Ja, jetzt Dame auf Kagawa. Kagawa mal mitnehmen. Jetzt macht's da gut als hängende Spitze. Reißt da den Raum auf, indem er den Verteidiger auf sich zieht. Und Reus, oh, kommt nicht zum Schuss. Das war jetzt mein Fehler. Den hätte ich einfach machen müssen. Und dann hätten wir hier 2-1 geführt. Und dann hätte das Ganze hier schon ein bisschen anders ausgesehen. Nun gut, bleiben wir ruhig. Machen wir weiter. Aktuell, zweite Halbzeit läuft ganz gut, denke ich. Müssen da drauf gehen. Okay, nicht die Abwehr wieder auseinanderreißen, so wie ich es ganz gerne mal mache. Da ist jetzt Raum. Okay, was machen wir? Versuchen sie über die Mitte. Kommen wir hin? Ne, kommen wir nicht hin. Gera wechseln. Bisevic kombiniert sich da durch. Ja, schön gemacht. Ja, und Subotic ist dazwischen. Schön den Ball abgeblockt. Ah, komm, Kagawa, den hast du. Über die Flügel kommen sie jetzt. Und der müsste im Aus gewesen sein, ja. Maxim hat da den Ball ins Aus befördert und damit haben wir Einwurf. So, jetzt unten rum und müsste jetzt richtig viel Platz sein. Sehe ich zumindest gerade auf der Minimap. Reus nehmen wir mit. Reus auf Kagawa. Zurück wieder. Wieder zu Kagawa. Stehen sie da natürlich richtig eng. Es wird schwer jetzt. Ja, schön durchgesteckt. Jetzt einfach mal geschossen und scheint, leider ist der Verteidiger dazwischen. Müsste Ecke geben. Hat er sich gut dazwischen manövriert. Ich hole mir mal jemanden ran. Hat, glaube ich, nicht so viel Sinn damit, Hummels. Mache ich es doch lang. Schauen wir mal, ob da einer hinkommt. Weiß gar nicht, wer es war. Gündogan stand da am Keeper, aber der Keeper ist davor. Ja, so Subotic, guter Kopfball. Schlecht abgelegt von Kagawa. Tielemans hat ihn. Komm, jetzt einfach behaupten, wir zurückspielen und wieder neu kombinieren. Tielemans muss ihn behaupten. Gündogan, Kagawa. Durchdribbeln. Klappt nicht ganz, schade. Müsste Einwurf geben für uns. Nee, war wohl einer von uns noch mit dran. Zweite Halbzeit läuft ganz gut, bin ich der Meinung. Allerdings immer, ja, das Ergebnis stimmt noch nicht, ne? Das ist gerade das Problem. Kagawa kommt nicht hin. Wird zurückgespielt. Jetzt nach unten gelegt. Gündogan. Gündogan nach innen. Ne, kommt er nicht. Bleibt da hängen. Und ihm fällt nichts mehr ein, als den Ball einfach rauszukicken. Wollen das unentschieden halten, habe ich das Gefühl. Wir haben noch 2 Minuten zu spielen. Und wir müssen eigentlich noch einen Treffer machen. Kriegen wir das noch irgendwie hin? Einmal noch durchkombinieren zum Tor. Das gibt Freistoß. Das gibt einen Freistoß. Gute Position. Schauen wir mal, was der Reus draus macht. Schwierig. Schwierige Position. Ich probiere es einfach mal so. Schauen wir mal, wie er kommt. Und ja, leider genau auf den Keeper. Schade. Und damit, ja, fahren wir wahrscheinlich das nächste Unentschieden ein, würde ich mal so tippen. 90. Minute, Nachspielzeit. Kriegen wir nochmal eine Chance generiert. Kommen wir vorbei. Kommen wir nochmal nach innen. Kommen wir nochmal nach innen. Wird gehalten. Und da ist der Schlusspfiff. Schade. Ich wäre gerne nochmal zum Schuss gekommen am Ende, aber tja, ist mir leider nicht gelungen. Stuttgart 1-1. Dortmund-Stuttgart. Tja, was nehmen wir mit? Zweite Halbzeit war ganz gut. Wir haben aufgeholt am Ballbesitz. So wollte ich das. So wollte ich das Spiel machen. Ich denke, wir machen nochmal eine Partie mit der Aufstellung. Und probieren es einfach nochmal. Ja, ich denke, wir machen wirklich nochmal eine Partie so. Schauen, ob es dann vielleicht besser läuft. Vielleicht, ja, vielleicht ist es doch nicht so das Beste mit Tielemans. Irgendwie habe ich das Gefühl, der ist nicht so, der ist noch nicht stark genug, ne? Der muss noch ein bisschen besser werden. Schauen wir mal, was hat er denn hier so?
Ballkontrolle, seine Passwerte sind natürlich wichtig. Wo findet man die denn? Finde ich jetzt wahrscheinlich auf die Schnelle eh nicht. Da genau, lange Pässe 80, das ist eigentlich ganz gut. Denke ich, kurze Pass 78, doch, der müsste eigentlich ganz gut funktionieren auf der Position, denke ich. Müssen wir mal sehen. Schauen wir in der nächsten Folge, denke ich. Noch ein kurzer Blick in die Tabelle geworfen. Sind die nächsten Begegnungen. Hier ist die Tabelle. Platz 6 sind wir mit 7 Punkten. Und Stuttgart ist natürlich abgerutscht. Haben auch bloß einen Punkt geholt mit 10 Punkten. Wir sollen Meister werden. Das wird noch ein hartes Stück Arbeit hier mit unseren 4 Unentschieden. Wir müssen unbedingt mal einen Sieg holen. Ja, ich denke, eine Partie machen wir dann noch mit der Aufstellung. Und die gibt's allerdings, beziehungsweise wir simulieren mal noch bis Schalke vor. Schalke ist das nächste Spiel, das gibt's in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Macht's gut, bis dann, ciao.